Moin moin und willkommen zu einem neuen Video der Reihe Kleine Perlen. Es ist das zweite tatsächlich. Ja, irgendwie sind gute Strategiespiele für kleines Geld rar gesät. Aber das hier ist definitiv eines davon. Ultimate General Civil War hat inzwischen bereits einige Aufmerksamkeit erfahren. Zumindest bei den Leuten, die sich mit Mods zum Beispiel für Total War beschäftigen. Oder vor allem für Total War. Denn der Macher dieser Mod ist niemand anderes als der Macher der Darth Mod. Für die älteren Total War-Teile wie Empire und Shogun, also Shogun 2, der berühmt dafür war, dass er die KI deutlich besser aufstellen konnte, als das Creative Assembly jemals gelungen ist. Und ja, mit dem quasi Vorgänger hiervon, Ultimate General Gettysburg, ist ihm da ein ganz nettes kleines Spielchen gelungen, das die Schlacht um Gettysburg wunderbar porträtierte, aber das war tatsächlich nur der Geldgeber für diesen Teil, Ultimate General Civil War, das den gesamten amerikanischen Bürgerkrieg abbilden soll. Um ganz ehrlich zu sein, so wie das Spiel bis jetzt ist, hoffe ich, dass er sich irgendwann vielleicht auch mal dem Siebenjährigen Krieg annimmt oder dem 30-Jährigen. Denn dieses Spiel ist der Hammer. Sorry, anders kann man es nicht sagen. Die KI hat mir hier, selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, also es gibt drei Schwierigkeitsgrade, jetzt schon mehrfach den Arsch versohlt. Die hat echt was drauf. Waffen ist genial, die Karten sind herrlich, die Auswirkungen von Gelände wunderbar. Um es kurz zu machen, ich zeige es euch. Es gibt die Standardkampagne und am Anfang kann man sich so ein bisschen orientieren, was man sein möchte. Also, erzählt quasi eine kleine Geschichte, kann dann auswählen, wie man so drauf ist. Ist man ein Taktiker, ein Strateger, ein Logistiker? Nach meiner Erfahrung... Etwas schade hier noch, dann... Ach nee, hier ist er. Ha, seht ihr, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Ich spiele das Spiel nämlich auch erst seit ein paar Tagen. Dass tatsächlich man durch die verschiedenen Skills, die man selber hat, und die Orientierung, die man so hat, kann man quasi beeinflussen, wie man seine Armee zu Beginn der Schlacht oder auch im Lager aufstellen kann. Denn tatsächlich, es geht darum, nicht nur eure Armee in die Schlacht zu führen, sondern auch zu managen. Ihr seht hier, der Tooltip sagt es schon, je nachdem, wie hoch der Armee-Organisationswert ist, umso höher ist auch, umso größer kann auch deine Armee werden. Sehr sinnvoll. Daher finde ich persönlich genial, vor allem wenn man auf Unionsseite spielt. Also, wir sind jetzt gerade in West Point, ne? Seht ihr oben, West Point Graduation. Ich sehe mich eher als Taktiker, um ehrlich zu sein. Reconnaissance ist wichtig, um den Gegner zu kennen. Training ist auch nicht schlecht, das bedeutet, dass man billiger an Verstärkungen kommt mit höherem Ausbildungsgrad. Logistics ist sehr gut. Aber ich persönlich, also ich, vielleicht merkt man es in den Panzerkorps und Missionen, ich mag es, wenn ich eine entsprechend große Armee habe, aber ich kläre gut auf. Das ist mir unglaublich wichtig, eine gute Aufklärung. Ich muss wissen, was der Gegner so treibt. Dementsprechend definitiv das. Cavalry würde mir sehr viel Reconnaissance einbringen. Das hier sehr viel Training, das hier mehr Logistics und Medicine. Ne, also das ist dann die Weiterentwicklung, wie man sich als General nach dem Abschluss in West Point so entwickelt hat. Mexikanisch-amerikanische Krieg. Logistics ist ganz gut, wenn man halt von Anfang an deine Einheit mehr Munition haben. Das ist extrem wichtig, ne? Also die kann verdammt schnell flöten gehen, die Munition. Medicine, wunderbar, sorgt dafür, dass deine Armee schneller wieder fit wird. Ja. Ich persönlich bin eher der Infanterietyp als der Artillerietyp, muss ich sagen. Und was machte man dann, nachdem man im mexikanisch-amerikanischen Krieg gedient hatte? Blieb man in der Armee? Ging man in die Politik? Die Wirtschaft? Auch wenn mich hier Economy sehr reizt, weil das bedeutet, man hat mehr Kohle zur Verfügung. Über neue Waffen habe ich die Feststellung gemacht, dass ich zumindest bis jetzt noch nicht so groß den Einfluss von Waffen bemerken konnte. Training hingegen ist unglaublich wichtig. Man braucht viele Veteranen und Armeeorganisation hatte ich ja schon erklärt. Dementsprechend bleibe ich bei der Armee. Würde wahrscheinlich auch zu mir, wenn ich schon im Militär bin, wahrscheinlich eher passen. Und es tut mir leid, aber ich kann nicht für Sklavenhalter kämpfen. Ist leider so. So sehr ich diesen Freiheitsdrang der Konföderierten auch durchaus bewundern kann und deren Lebensstil zu einem gewissen Grade sogar sehr beeindruckend finde, dieser aristokratisch angehauchte Grade von den Southern Gentlemen. Nein.
Sklavenhaltung ist ein No-Go. Also auf Seiten der Union. Ja, das sind nun die Ringe, die man nehmen kann. Hier sogar Legendary Mode. Man wird deutlich bessere Gegner haben, deutlich stärkere Opposition. Unglaublich schwierig, gehe ich mal von aus. Mit Colonel habe ich schon probiert. Fixed Enemy Strength ist quasi nochmal ein Stück tiefer, weil die feindlichen KI-Armeen festgeschrieben sind und nicht größer werden können. Das ist ja erstmal nur eine Präsentation des Spiels, deswegen nehmen wir das hier für mein Let's Play, das ich auf jeden Fall geplant habe. Werde ich Brigadier General dann nehmen. Aber hierfür nehmen wir erstmal Colonel. Gut. Name, mein typischer Name, wenn ich englische Spiele spiele und einen vollen Namen angeben muss. Ja, Training, extrem hoch. Army Organization Stufe 2, Reconnaissance Stufe 2. Der Rest nicht so toll. Veteranen kosten aber um 15% runter. Ja, das lassen wir einmal den Advisor an und starten. Oh, nur nebenbei natürlich hier, wie man es schon aus Total War kennt. Die kleinen Zitate-Bildschirme. Ihr seht, die Map ist im Prinzip nachgerenderte Zeichnungen sind das, die auf historischen Daten, historischen Bildern, Abbildungen, Stadtplänen und Satellitentopografie-Daten basieren. Sind also sehr akkurat die Karten in 2D. Dementsprechend ist das Spiel, was die Hardwareleistung angeht, sehr, sehr sparsam. Also auf jeden Fall einen Blick wert. Aber die Karten sind wunderschön gezeichnet. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Ort das hier ist. Das wird mir jetzt leider nicht angegeben. Aber es ist erstmal das Tutorial. Hauptziel, Stadt erobern. Der Feind hat ungefähr 3000 Soldaten zur Verfügung. Und ich muss auf die Stadt vorrücken, bevor zu viele Verstärkungen anrücken. So. Das ist meine Vorhut. Ich selber bin auch auf dem Schlachtfeld präsent und einen General zu töten ist relativ schwierig. Da muss man schon eine Menge Feuerkraft für aufwenden. So, gucken wir einmal. Pausefunktion. Wir haben einmal hier das Regiment unter Kommandant Zug. Die erste Division des ersten Korps. Dann haben wir hier Skirmishers unter Schäfer. Und hier ebenfalls Skirmishers unter Stockton. Skirmishers sind Aufklärer und leichte, ja, schießen relativ präzise, können gut aus Deckung herauskämpfen. Und zeige ich euch mal ein spezielles Feature. Und zwar könnt ihr hier die Skirmisher aus der Einheit herauslösen. Das bedeutet, das Regiment ist jetzt schwächer, aber dafür habe ich eine zusätzliche Einheit Skirmisher, die allerdings etwas schwächer ist, da das Regiment, das erste Regiment hier nicht so wahnsinnig stark ist, beziehungsweise die erste Division. Nee, das ist... Okay, Korrektur. Das ist das Regiment des ersten Korps in der ersten Division. So, dann schicken wir jetzt mal diese Aufklärer hier. Das ist nämlich eine Art, einen Bewegungsbefehl zu erteilen. Den Hügel hoch, genauso wie diese Jungs. Andererseits kann man nämlich auch einfach so einen Bewegungsbefehl erteilen. Ne, nur um das mal zu demonstrieren. Und man kann die Linienausrichtung natürlich einstellen. So, Generäle haben einen Kommandoradius, der ist auch wieder enorm wichtig. Aber Ben Williams, das ist mein alter Ego nun sozusagen, die gesamte Übersicht an Geschützen und so weiter und wie fit die Truppen noch sind. Ja, Truppen sind umso effektiver, ne, solange sie im Modus sind. Ah, im Kommandeursbereich des Generals sind. Hier werde ich schon beschossen tatsächlich. Hier auf dem Hügel haben wir Rebellen. So, mal ein Stück ran. Näher geht nicht. Das ist natürlich, ist ja 2D. Würde euch vielleicht auffallen, dass hier sind mit Sicherheit keine 200 und das mit Sicherheit keine 735 Mann. Das sind also nur Zahlen, die visuell zu einem gewissen Grade dargestellt werden. Oh oh. Zug-Skirmishers erleiden eine der höchsten Verluste. Nur direkt in den Berg, in den Wald. Auf den Berg, in den Wald. Skirmishers bewegen sich im Wald übrigens deutlich
besser als reguläre Infanterie. Oh ja, sehr schön. Hoppala, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das Symbol nicht mit erwischt. Schnell durch den Wald. Die Infanterie rückt nach. Ebenso der General. Hier hat man auch mehrere Kommando-Optionen. Sehr schön. Gegner zurückgeworfen. Skirmishers rücken weiter vor hier. Diese Einheit hier könnte ich jetzt befehlen, den Sturmangriff zu machen. Oder sich zu beeilen. Die haben jetzt kein Ziel mehr. Dann bitte einmal so aufstellen. Kann man schön einfach eine Linie zeichnen, auf die sich dann die Einheiten bewegen. Oh, Bumm macht's. Bisschen schneller, Jungs. Da muss man auf die Kondition achten. Wenn die raus ist, dann sackt die Einheiteneffektivität beträchtlich ab. Auf kurze Distanz. Hat er mir eine Salve reingewirkt. Aber meine Truppen stehen besser. General reagiert übrigens nicht auf den Angriffsbefehl, ne? Die halten sich da sehr zurück. Und... Oh! Und fällt mir in den Rücken. Wie gesagt, die KI ist schlau. Oh, meine Verstärkungen treffen ein. Bristow mit Kavallerie. Der wird hier jetzt mal schnell zur Unterstützung heranein, um die feindlichen Flankierer auszuschalten. Schließt ihr euch doch bitte mal der Einheit wieder an. Kavallerie ist im Wald auch nicht so wahnsinnig schnell, aber schnell genug. Er hängt hier quasi am Map... am Felsabgrund fest. Es geht jetzt etwas die Kondition aus. Machen wir es mal ein Stück langsamer. Das hat hier gar nicht gefallen. Da haben wir Supply. Sehr wichtig, auf den aufzupassen. Der ist... wie gut schlägt sich die Kavallerie hier? Gut genug. Mal absteigen, Jungs. Bessere Deckung im Gelände. Und dann Feuer. Oh, sehr schön. Gegner ist geflüchtet. Dann wieder auf die Pferde. Von oben gibt es noch mehr Feuer. Wenn ich die jetzt im Nahkampf zu packen kriege. Die Kavallerie ist vor allem mit Karabinern ausgerüstet. Das ist also nicht deren Spezialität. Die feindliche Einheit ist völlig zerschlagen worden. Feuert bitte eine Salve. Sehr schön. Und jetzt in den Nahkampf. Müssen wir einfach den Bewegungsbefehl durcherteilen. Die kriegen dann zwar nicht den Charge-Bonus. Aber es sollte reichen, um die Gegner kräftig aufzureiben, der eh schon stark angeschlagen ist. Der Gegner ist nun aufgerieben. Dann Kavallerie und Skirmishers, bitte hierhin vorrücken. Die Jungs rücken dabei hier mal auf die Stadt vor. Die Artillerie bringt sich hier oben auf dem Hügel in Stellung. Ist ein bisschen schwierig mitunter das Gelände zu lesen, wo jetzt Vertiefungen, wo Erhöhungen sind. Hier ist definitiv ein Hügel. Solche Gelände bringen leichte Deckung, verringern dafür die Geschwindigkeit, verstecken die Einheiten aber auch ein bisschen, reduzieren den Schaden, den sie insgesamt nehmen können.
Man kann Einheiten in Städten platzieren. Oh, das ist Artilleriefeuer eindeutig. Ah, hier ist ein Aussichtspunkt, das ist gut. Den wird die Kavallerie mal besetzen. Aussichtspunkte verschaffen einem Einblick in die feindlichen Zonen. Das feindliche Territorium quasi. Hier hatten wir auch einen, durch den hatten wir Einblick in die Stadt. Die Artillerie feuert jetzt erstmal. Bis jetzt noch keine Kills. Hier sieht das anders aus. Sie haben 16 Mann verloren und 116 getötet. Jetzt 17 Mann. Wir rücken jetzt auf die Stadt vor und eröffnen das Feuer auf den Gegner. So, Skirmishers rücken jetzt ebenfalls auf die Stadt vor. Dazu das Artilleriefeuer sollte eigentlich genügen, um kräftige Probleme zu sorgen. Ah, jetzt haben wir hier auch einen Blick. Der Gegner hat hier auch einen Übersichtspunkt mit der Kirche. Feuern alle noch ihre Salven ab. So. Oh, oh. Nein, nur die drei brauche ich. Nehmen den Gegner da jetzt schwer unter Feuer und schlagen ihn zurück. Können die Reste der einen Einheit noch angeflüchtet. Der Gegner sammelt sich nochmal so ein bisschen und schießt zumindest ansatzweise zurück. Loomis geht zum Sturmangriff über. Nehmen wir währenddessen die Artillerie und den Supply hier rüber in Stellung. Sturmangriffe sind sehr, sehr stark, vor allem wenn sie gegen schwächere Gegner geführt werden. Und in diesem Fall hat er den Gegner völlig aufgerieben. Auch wenn er dabei immer noch Verluste erleidet, beziehungsweise seine Brigade. Ist das ein Brigaderegiment? Sein Regiment. Wirft er den Gegner stark zurück. Dementsprechend bringe ich jetzt hier die Jungs in Stellung. Die sollen dort den Angriff übernehmen, während Loomis jetzt die Attacke abbricht. Noch eine Salve auf den flüchtenden Gegner auf der Brücke abgibt, die sehr, sehr übel einschlug. Und sich dann etwas aus der Reichweite der Kanonen zurückzieht und erstmal erholt, bitte. Die Skirmishers übernehmen dann die Attacke auf die Brücke. Stehen hier leider etwas im Offenen. Während Walton noch im Anmarsch ist. Aber sie verursachen schwere Verluste beim Gegner. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ah, hier sind tatsächlich noch 85 Skirmishers in der Ortschaft. Ich brauche jetzt schnellstmöglich Artillerieunterstützung. Zug marschiert währenddessen hier in die Wäldchen und eröffnet dort den Angriff. Und Loomis Truppen bringen sich hier in Stellung und ruhen sich dann aus. Walton hat inzwischen einige Verluste einstecken müssen, es hält sich aber noch in Grenzen. Das wird sich jetzt gleich ändern. Der Gegner steht hier in Verteidigungsstellung an der Brücke. So, die Einheit ruht sich aus. Supplies. Semi-gut hier. Verluste bei den Unionstruppen sind jetzt etwas höher. Durch die feindlichen guten Deckungsmöglichkeiten. Kanonen haben eigentlich noch genügend Supply. Dann bringen wir einmal den Supplywagen hier herüber. Den Weg kann auch Loomis nochmal ein bisschen aufstocken. Ich denke, jetzt kann ich die Kavallerie hier vom Beobachtungspunkt abziehen. Allerdings ist die feindliche Infanterie hier gar nicht mal so stark. Ich denke, ich werde Loomis hier herüberziehen und da die Front durchbrechen. Sobald die sich etwas erholt haben von dem Charge.
Bitte Feuer hier konzentrieren. Können sich gleich in der Stadt, in der Deckung dort, noch etwas erholen. Walton hier leider gerade kräftig einstecken muss. Oh, da ist noch eine weitere Einheit. Absitzen. Oh ja, das ist jetzt eine Chance. Au, da wackelt die Moral. Wir müssen da schnell rüber, ehe der Feind die nächsten Einheiten ranbringt. Zuka hat hier zum Glück sehr gute Deckung. Kann euch den Gegner langsam niederkämpfen. Ich bringe jetzt auch die Skirmishers mit nach vorne. Au, ah, das Kanonenfeuer, während man auf der Brücke steht, ist sehr, sehr unangenehm. Verluste sind hoch. Oh, oh, oh. Walton wurde verwundet. Nicht gut. Gar nicht gut für die Moral der Einheit. Die jetzt auch gar keine Energie mehr hat und sich zurückfallen lässt. Hoffe ich zumindest. Ah, noch hält er halbwegs. Wir lassen Loomis jetzt nachrücken. Walton flüchtet über die Brücke. Beziehungsweise das, was von seinem Regiment übrig ist. Völlig erschöpft. Und die Skirmishers halten weiterhin die Brücke in meiner Hand. Okay, die Artillerie muss hier eindeutig ihren Beschuss weiter verstärken. Wartons Regiment sammelt sich wieder, trotz schwerer Verluste. Gut, Versorgung sieht gut aus. Stocken nicht ganz so gut, aber ist akzeptabel. Da drüben brauchen wir ein Supply. Oh, ja, auf Brücken. Das ist wirklich scheußlich. Skirmishers rücken jetzt nach und feuern aus der zweiten Reihe. Das Feuer ist schwer. Also man merkt, die KI hält hier, die weiß, wie stark die Position ist und feuert. Feuer, Feuer, Feuer. Los, antwortet. Ah. Erstmal keine Befehle erteilen. Jetzt flüchten sie.
auch beim Gegner sieht die Lage nicht mehr so gut aus. Die beiden zu einer Einheit zusammenlegen? Leider nicht. Auch Loomis-Truppen feuern jetzt wieder. Ah, noch habe ich etwas Zeit. Da haben wir auch noch einige. Bewegen wir die Jungs mal etwas. Loomis Einheit hat sich inzwischen größtenteils erholt. Den moralischen Schock auch. Sagen, wir lassen Loomis Einheiten jetzt vorrücken, um Walton zu entlasten. Die Verluste sind nämlich inzwischen ziemlich hoch geworden. Jetzt hat Loomis bemerkt, was ich davor habe. Und erneut führt Loomis den Sturmangriff an. Fast keine Munition mehr bei den Kanonen. Tatsächlich gelingt es Loomis hier die Einheit ziemlich aufzulösen. Oh, 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 das waren unglücklicherweise ziemlich üble Schüsse. Jetzt geht's gegen die Artillerie. Artillerie flüchtet und läuft dabei ins Kreuzfeuer und wird ausgeschaltet. Sehr gut. Dann können sich jetzt die meisten Einheiten erstmal etwas erholen. Loomis Einheit hier erholt sich jetzt etwas. Wir ziehen jetzt den General nach. Was haben die denn hier für Waffen, dass sie auf so eine Distanz feuern können? Philippi ist immer noch umkämpft. Die Einheit hier ziemlich erschöpft von den Kämpfen. Muss ich ein bisschen Auge drauf haben.
Ordenseinheit rückt jetzt vor. Hier sieht man, dass diese Zonen besetzt werden können und dann dafür sorgen, dass man eine sehr gute Deckung hat. Die Kavallerie müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Brauchen wir nicht in der Follow-up-Mission, die darauf folgt direkt. Den Walton lassen wir jetzt etwas näher heranmarschieren. Okay, die Stadt ist in meiner Hand. So, willkommen zum zweiten Teil der Schlacht. Ich habe tatsächlich die vorhergehende Schlacht nochmal wiederholen müssen, denn ich habe mir einen ziemlichen Fehler da erlaubt mit dem Angriff auf die Brücken. Jetzt bin ich etwas stärker. Viele wichtige Offiziere sind noch vorhanden, nicht gefallen. Das könnte hier die Schlacht deutlich anders aussehen lassen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie das ausgehen wird. Der Feind greift hier drüber an mit vielen, vielen Truppen. Und bringt auch hier dann einen Panzerzug heran, den wir auf jeden Fall ausschalten müssen. Zwingend. Wir müssen tierisch aufpassen, dass wir nicht überrannt werden. Stockton geht hier erstmal in Position. Supplies bringen wir hier herüber. Kanonen hier setzen wir ein kleines Stück zurück. Bahndamm ist ein Problem. Mit dem Gegner gute Deckung. Um sich anzunähern. Aber auch ich habe hier Deckungspositionen. Ja, ja. So viel weiß ich inzwischen. Danke. Ich höre Kanonenfeuer. Aber der Gegner hat keine Beobachtungsposition, also ist es für ihn, ohne dass er Truppen an mir dran hat, relativ schwer, seine Artillerie vernünftig zu dirigieren. Einheiten sind teilweise immer noch sehr erschöpft. Stockton wirft mal... Ah, hier auf der linken haben wir die ersten Gegner entdeckt. Durch Stockton. Noch mehr Rebellen hier auf der anderen Flanke. Das ist der General MacArthur. Sehr schön. Das zieht einige Wirkung bereits. 56 Gegner bereits getötet. Ich glaube, der Angriff der Rebellen ist gerade astrein gescheitert. Ihr könnt bitte noch eine Salve in den Rücken. Das hat leider nicht so ganz geklappt. Loomis muss sich da etwas vorsichtig agieren. Ah, sehr gut. Die Artillerie hat den Gegner hier zurückgeworfen.
Kämpfer bitte einmal hier rüberflitzen, ebenso Stockton. Wieder zurückweichen, Positionen einnehmen. Zug bildet im Moment sowas wie die Reserve. Oh, der Zug ist eingetroffen. Aber auch die Verstärkung. Ist mir jetzt egal, im Eiltempo. Marsch, 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 marsch. Frisch eingetroffenen Kanonen. Und die beiden. Sobald ihr könnt, Feuer hier eröffnen. Oh, das nenne ich einen Ansturm hier. Den Gegner versucht jetzt mit brachialer Gewalt durchs Zentrum zu brechen. Zug verlässt seine Bitte seine Position. Eilmarsch. Er wirft alles ins Zentrum. Noch steht das Zentrum. Walton hält. Auch Loomis hält. Oh Gott, was für ein Gemetzel. Aber die Kavallerie bricht. Schäfer, Schäfer, ich brauch dich hier. Loomis ist geflohen. Walton bricht jetzt auch zusammen. Feindlichen Verluste sind brutal hoch. Loomis hat sich gesammelt, kommt zurück. Walton ist auch dabei, sich wieder zu sammeln. Oh Gott, oh Gott. Bruce-Position hier. Dort. Wir müssen diesen verdammten Zug loswerden. Tatsächlich geht es dem Zug nicht sonderlich gut dort. Er hätte inzwischen ganz schön einstecken müssen. Die Kavallerie hat sich wieder gesammelt. Schäfer dahin, Walton dahin. Dryland Merrimack. Ja, also. Alles klar, was damit gemeint ist. Zug ist fast zerstört. Oh oh. Oh oh, das könnte jetzt übel enden. Ah nee, nochmal Glück gehabt. Aber der Zug flüchtet jetzt. Meine Truppen jetzt hier langsam zum Gegenangriff übergehen können. Was macht die Artillerie? Steht in der Ortschaft und feuert immer noch auf den Zug.
Das ändern wir jetzt. Wir sind inzwischen ziemlich erschöpft. Ich denke, den Angriff haben wir abgeschlagen. Hier ist eine feindliche Einheit völlig aufgelöst. Da hat auch eine feindliche Einheit Schützen völlig aufgelöst. Oder ebenfalls die Skirmishers jetzt aufgelöst werden. Schäfer, komm mal her. Hier greift die feindliche Artillerie an. Ich weiß nicht, was Loomis da gerade macht. Das gefällt mir nicht. Unterstützen ihn mal. Immer noch im Rennenmodus. Nein, nicht mehr. Zu erschöpfter für die Einheiten. Skirmisher sind für Artillerie keine angenehmen Ziele. Eieiei, Zoop drückt aber da hinterher. Und zwar gewaltig. Aber auch erschöpft. So bringt er den Gegner immer weiter nieder. Tatsächlich die komplette feindliche Einheit ausgeschaltet und schwenkt jetzt mit Loomis hier herüber. Die gesamte Artillerie bringt sich mal hier an diesem Versorgungspunkt in Stellung. Währenddessen bringe ich die... Oh, da hat sich eine komplette Einheit ergeben. Das kann passieren, da muss man die vom Feld bringen. Das bedeutet natürlich jede Menge Waffen und Munition, die man dabei erbeutet. Bevor sich die Geschütze drehen können. Das dauert nämlich eine Weile. Skirmisher davor. Das ist ja ihre Spezialität schließlich. Autsch, 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 autsch. So, Herr General. Mr. Wheeler hat da ziemliche Probleme.
Warden verlegt an die andere Flanke. Kavallerie hat hier feindlichen Geschütze zu packen gekriegt. Die Einheit wurde aufgelöst. Die Artillerie ist ausgeschaltet. Ich weiß, dass die Einheiten erschöpft sind, aber die Schlacht ist gewonnen. Loomis hat enorm hohe Verluste erlitten, auch enorm viele Verluste verursacht. Über 500 Gegner getötet. Daran kommt keine andere Einheit hier aktuell ran, oder? Na, Zug doch. Allerdings hatte Zug eine deutlich leichter zu verteidigende Position. Na, kommt immer näher ran. Die Artillerie sucht sich dann auch selbstständig ihre Ziele. Das finde ich sehr, sehr sinnig. Braucht man sich nicht permanent drum kümmern. Das sind nicht die optimalen Ziele unbedingt, aber es sind Ziele. Und es ist immerhin besser als in vielen anderen Spielen. Also langsam ringen wir den Gegner nieder. Die Artillerie öffnet auch nochmal das Feuer. Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Ich dachte, die Kavallerie hätte aufgegeben. Offensichtlicherweise noch nicht. Auch hier gibt der Gegner offenbar noch nicht auf. Zählt jetzt als beendet, aber ich habe vor, hier den Gegner komplett auszunocken. Tatsächlich, die Einheit hält sich nur zurück. Das in dem, die wir gefangen genommen hatten. Gibt hier, soweit ich weiß, keine Möglichkeit, den Fluss zu überqueren. Dementsprechend kann mir die Kavallerie da auf Dauer nicht entwischen. Gegner lebt ja auch nur noch wegen der guten Deckung. Dann drehen wir das Feuer hier mal auf die kleinere Einheit. Gucken, ob die Artillerie da sinnvoll eingreifen kann. Ach, der Fotos ist unpassierbar. Gut, dann haben wir auch die Kavallerie festgenagelt.
Artillerie eröffnet das Feuer. Suko rückt jetzt in den Nahkampf vor, statt zu chargen. Dafür haben sie einfach nicht mehr die Energie. Suko wurde verwundet. Die Einheit jetzt ernsthaft aus meiner Umklammerung ausbricht. Haben sie das denn jetzt schon wieder geschafft, sich da hinten hin zurückzuziehen? Nervig sowas. Hatte ich bisher auch noch nicht. Dass die noch so fit sind. Unglaublich. Ja, aber jetzt geht's zu Ende. Auch da. Kavallerie hat den Gegner jetzt festgenagelt am Möbrand. Der schießt die letzten. Fast schon ein Erschießungskommando. Na komm schon, gib mir das Zeichentool. Na, wieso lässt er mich denn jetzt nicht zeichnen? Wäre es auch gegangen. Aber egal jetzt. Die Artillerie hat nochmal Spaß. Infanterie feuert auch nochmal. Die Jungs da drüben haben es auch geschafft. Und das war's. Okay, ja, am Ende kriegt man immer einen schönen Bildschirm, wo man genau Übersicht hat. Tatsächlich waren die Rebellen mir zahlenmäßig überlegen. Bei den Kanonen unterlegen, hatten allerdings diesen blöden Zug dabei, der zum Glück fleißig Kanonenkugeln gefressen hat und dementsprechend konnte ich sie schlagen. Aber das war natürlich noch nicht alles. Jetzt kommt noch ein weiteres der Kernfeatures. Ja, ja, die kriegt man immer zu Anfang. Ist auch ein Achievement, wer Lust darauf hat, ne? So, wir haben 591 Gefangene gemacht. Die kriegt man dann, kann man gegen zusätzliche Rekruten austauschen. Plus 3 Reputation, plus 1 Career Point. $62.500 und 3.800 Rekruten. Was bedeutet das alles? Das bedeutet, wir sind jetzt im Lagermodus. Ich muss sagen, dieses Marschiergeräusch im Hintergrund geht mir da manchmal etwas auf die Nerven. Und haben da jetzt verschiedene Optionen. Das erste ist, hier haben wir das Regiment von Loomis. Wenn ich mich nicht irre, können wir das umbenennen. Ja, also man kann jede Einheit so benennen, wie man das möchte. Dementsprechend schon mal ein Hinweis auf das Let's Play. Ne? Kann wieder Regimenter benennen. Allerdings werde ich darauf Wert legen dieses Mal, dass die Namen historisch passend sind. Ne? Gut. Ich habe da so eine gewisse Ahnung, wer sich da so alles melden könnte. Ja. Lieutenant Colonel Loomis kommandiert dieses Regiment, hat bereits eine Erfahrungsstufe, Moral plus 10. Sehr, sehr wertvoll hier die Moral. Ne? Umso höher die Moral, umso länger bleiben eure Truppen stehen. Ihr seht, das hier sind die aktuellen, deutlich erhöhten Werte, die, wenn ich zu viele Rekruten reinpacke, rapide absacken.
Dafür kosten Rekruten kein Geld. Das Efficiency, Melee und so weiter runtersacken. Das Risiko gehe ich ein. Dafür bleibt die Moral oben. Ich muss die Einheit ein ordentliches Stück auffüllen. Das hier mit Veteranen kostet jetzt richtig Geld. Eigentlich das hier wäre es, was ich bräuchte. Ich werde allerdings erstmal, denke ich, auf 1000 Mann aufstocken. Und dann gucken wir weiter. Mr. Walton hat auch hohe Verluste erlitten, allerdings mehr Erfahrung gewonnen dabei. Das bedeutet, wir können mit mehr Rekruten auffüllen. Sehr, sehr gut. Auch dieses Regiment wird auf 1000 Mann aufgestockt. Er hat ebenfalls zusätzliche Moral und Effizienz. Wie gesagt, meiner Meinung nach die beste erste Veteranenfähigkeit. So. Mr. Woods. Ah, da kümmern wir uns gleich drum. Hier haben wir die zweite Artillerie. So, jetzt werfen wir mal einen Blick hier. Man sieht hier schon, hier ist die Ausrüstung mit bestimmten Kanonen. Werfen wir mal einen Blick in die Armory. Sehr, sehr umfassend, was die verschiedensten Waffen angeht. Das hier ist das große Ziel für viele Einheiten. Colt, Modell 1855, Henry Rifle oder Spencer Repeater. Tatsächlich Waffen, die hier im Spiel unglaublich wirksam sein können. Das sieht man auch an den Werten und hat hier die verschiedenen Werte für die verschiedenen Waffenmodelle. Aktuelle Standardbewaffnung bei mir ist Springfield M1842. Das Palmetto zum Beispiel wäre schon einen Zacken besser. Auch von den Springfields, die sind ziemlich billig, leicht zu bekommen. Diese Waffen hier sind die typischen Waffen bei den Rebellen. Sehen wir schon in der Beschreibung. Das ist ein leichter Musket mit längerem Lauf für größere Präzision. Die ist im Melee, also im Nahkampf, stärker. Aber sie hat zwar die höhere Reichweite, aber es mangelt ihr dafür etwas an den anderen Werten. Muss man dann für sich wissen, was da besser ist. Das hier ist eine Rifle Musket, die erste, die Mississippi. Wenn ich mich recht erinnere, dürfte die auch vor allem bei den Rebellen verfügbar sein. Also teilweise kann man Einheiten mit solchen Waffen ausrüsten, aber, und das ist wichtig, man kann sie auch erbeuten. Ja. Also es kann durchaus für die Rebellen ist es unmöglich, hier sind so die Waffen, die bei den Rebellen verfügbar sind, aber man kann zum Beispiel als Rebell dann auch solche Waffen wie Springfield 1861 oder sowas erbeuten. Oder halt auch Henry Repeaters. Natürlich eine sehr wertvolle Beute. Man sieht hier, ich habe durch meine ganzen Gefangenen und durch das Aufsammeln auf dem Schlachtfeld 1091 Farmers Rifles aufgesammelt, die ich jetzt mal verkaufe. Und das bringt mir einiges ein. Die Skirmisher sind bei mir, wenn ich mich recht erinnere, aktuell. Ah, hier Hunters, das ist auch von gefallenen Rebellen-Skirmishers aufgesammelt worden. Meine sind mit Sharps ausgerüstet. Sharps ist ein Karabiner. Den verwende zum Beispiel meine Kavallerie. So, einmal verkaufen. Ja, oder Cook and Brother. Die beiden Waffen haben sie aktuell zur Verfügung. Meine Artillerie verfügt hier über die Six Pounders. Barracks, auch wichtig. Kann man neue Kommandeure rekrutieren. Das wird ab und an nötig sein. Und Career. Ja, sieht man schon. Training enorm wichtig, um billig an Einheiten zu kommen. Ich habe jetzt einen Punkt. Den werde ich zuallererst einmal wahrscheinlich in Economy investieren. Reconnaissance beeinflusst halt auch, wie viele Einheiten ich am Anfang auf dem Feld habe. Hier die nächste Stufe gibt es. Wenn ich einfach auf die nächste Stufe gehe, hier bräuchte ich noch einen Punkt. Den machen wir hier erstmal, bis wir auf der nächsten Stufe sind. Dann können wir anfangen, in Economy und Politics zu investieren. Und auch eure Siege aufgezeichnet. Gut. Dann zeige ich euch jetzt noch etwas. Und zwar ist das dieser Bereich hier. Da kann ich zusätzliche Truppen und ähnliches anfordern. Man hat 8 Punkte. Ich habe aktuell 28 Punkte. Davon darf ich jetzt 8 ausgeben. Gucken einmal. Hier haben wir mit 10 Pounders und 6 Pounders. Die Jungs würde ich gerne mit 6 Pounders ausrüsten. Und das ginge natürlich billiger, wenn ich die hier anfordere. John Gibbon. Andererseits.
Offenbar ein fähiger General. Die Palmettos persönlich sind nicht so viel besser als die 1842er Springfields. Und deswegen werde ich die erstmal weglassen. Fordere kostenlos einen guten General an. Das ist immer sehr schön. Dann wechseln wir hier einmal auf die 10-Pounder Ordnance. Von denen ich 6 Stück in der Armory liegen habe. Oh, die sind sogar schlechter, sehe ich gerade, als die 6-Pounders, was den Schaden angeht. Was ist mit den Parrots? Ja, die Napoleons haben sehr hohen Schaden. Ne, das sind die Howitzer. Hier haben wir dann am Ende die Parrots. Alles schwankt so ein bisschen, ob man eine höhere Feuerrate oder mehr Schaden haben will. Ich bin mit denen hier immer ganz gut gefahren. Die sind meiner Meinung nach so erstmal die beste Waffe. Tatsächlich werde ich sie damit ausrüsten, beide Einheiten. Noch genau genug davon da im Laden. Die Einheiten werden erstmal nicht verstärkt. Stattdessen gehen wir in die Armory. Und verscherbeln die überflüssige Artillerie. Für mehr Geld. 10.000 bringen uns die 10-Pounder ein. Das ist tatsächlich ein ganz lohnendes Geschäft. Jetzt haben wir hier John Gibbon als Brigadier General. Kann der hier die nächste Division kommandieren. Ein Divisionskommandeur beeinflusst auch immer, wie die Einheiten unter ihm kämpfen. Hier ist das ein Colonel nur, der Lewis Wagner. Wir stellen hier unter dem Brigadier mal eine weitere auf und versehen die schon mal mit einer Infanterie. Mit einem Infanterieregiment. Oder ist das jetzt ein Brigade? Ich bin mir bei den amerikanischen Truppen nicht so ganz sicher. Also wir sind auf jeden Fall das erste Korps. Erste und zweite Division. So, wir haben noch ganz gut Geld. Wir legen Woods mal in diese Division. Und vergrößern Loomis Truppenanteil. Und auch Waltons. Und das restliche Geld, das wir haben. Oh. Sind unsere Supplies etwas knapp. Noch etwas übrig geblieben. Wir haben noch Sharps. Die heben wir aber auf. Die Cook and Brother können wir noch verkaufen. Ja, könnte sein, dass wir in der nächsten Schlacht etwas der Nachschub knapp wird. Aber insgesamt geht's. Ach, den Career Point hat er nicht gespeichert. So. Und das ist im Prinzip das Menü. All das hier beeinflusst später eure Schlachten, denn man geht dann auf die Battles Map. Ja, ja, ich weiß. Und kann dann weitere Schlachten auswählen. Ich habe dann hier die Wahl zwischen der ersten Schlacht um Bull Run und einem Hilferuf. Und diese Schlachten bringen dann entsprechend Punkte oder senken eure Reputation und so weiter. Bull Run, selbst ein Unentschieden, ist da einiges wert. Aber natürlich ist ein Sieg noch viel mehr wert. Die Schlachten werdet ihr dann im Let's Play sehen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses wunderbare Spielchen vermitteln, das ich persönlich wirklich sehr, 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 sehr gut finde. Aktuell kostet es, wenn ich mich nicht irre, auf Steam nur noch ein paar Euro. Oder? Ja, ein paar Euro ist untertrieben. Also, sind, glaube ich, 27 Euro, 28 Euro. Es ist noch in der Early Access Phase, also ich würde sagen, das hier ist etwa Beta. Erhält regelmäßig Patches und so weiter, wird immer weiter aufgebessert. Es fehlt nicht mehr viel. Die meisten Schlachten, die man so kennt, sind schon dabei. Antietam, Fredericksburg, Chancellorsville, Gettysburg, Chickamauga, Shiloh, die Bull Run Schlachten. Was noch fehlt bei den großen Story Schlachten und innerhalb der nächsten paar Monate folgen soll, sind Cold Harbor, Richmond und Washington, sowie noch ein paar kleinere Zusatzschlachten. Und ansonsten ist das Spiel tatsächlich zum größten Teil fertig. Ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen Crash, ein einziges Mal einen ärgerlichen Bug, den ich durch ein Neuladen allerdings einfach rausbekommen habe. Ich bin bis jetzt tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht von dem Spiel. Für den angeblichen Beta-Zustand ist es enorm gut. Und wenn ihr 28 Euro über habt oder es sogar runtergesetzt seht bei irgendeiner Aktion, schlag zu. Okay? Ich hoffe, das war deutlich genug.
Gut, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Kleine Perle hier ist es wert. Und ansonsten macht's gut und verrossen den Allvater.